zum THW Kiel zu kommen. Das war für mich der größte Traum, den man sich als Jugendlicher vorstellen konnte. Wenn man Handball gespielt hat, wusste man, die Zebras im Norden, schwarz-weißes Trikot, das wolltest du einmal anziehen. Und in diesen Katakomben, in die letzte Kabine laufen und da seine Umkleidekabine zu haben, ist ja, Gänsehaut pur. Und das Wohnzimmer, was man immer so schön sagt, hat sich hier sehr, sehr gut angefühlt. Und das, ja, dass ich das jetzt 10 Jahre machen durfte, ist natürlich ganz, ganz großartig. Dominik ist ein Kämpfer. Immer positiv, immer optimistisch. Das ist unglaublich. Er ist so ein positiver Mann. Ich habe nicht oft gesehen. Gut gelaunt, energiegeladen und Teamplayer, Teamgeist auf jeden Fall. Positiv, zuverlässig und hilfsbereit. Zielstrebig auf jeden Fall. Er war sehr leistungsorientiert, immer bereit, alles zu geben. Von Anfang an wurde ich irgendwie, ja, sinnbildlich an der Hand genommen und gesagt, so, wo wir sind, ist oben. Was wir machen hier jeden Tag, wir trainieren hart, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das war, auf den Zug bin ich sofort aufgesprungen. Und das war, glaube ich, eine große Dankbarkeit auch zu spüren, dass das für immer mich, für meinen weiteren Lebenslauf und Sportlerkarriere geprägt hat. In der Champions League stehen wir dann da parat und dann wird dein Name von 10.000 gerufen. Das pusht dich so dermaßen, dass du sagst, ey, lass uns anfangen, lass uns gewinnen, lass uns für diesen Verein spielen. Wir kommen jedes Wochenende, jeden dritten Tag, egal welcher Gegner, 10.250 Leute in die Halle. Nach einer Niederlage, die wir teilweise gehabt haben, oder ein Nicht-Weiterkommen, dann in der Fankurve zu stehen oder im weiten Rang zu gucken, und uns wird einfach applaudiert, uns wird Mut zugesprochen und ist trotzdem irgendwo respektiert, dass wir alles gegeben haben, weil dann können wir uns in den Spiegel schauen und den Spiegel eigentlich zu haben mit den Fans, die einem plötzlich mit den Trommeln dastehen und einen hochleben lassen, weil sie wissen, ey, ihr seid keine Maschinen, sondern wir können das auch jetzt mal verkraften. Das birgt gerade einen schönen Gänsehautmoment, den ich erfreut bin, eigentlich in solchen Gesprächen beim Revue passieren zu lassen. Dominik ist ja natürlich so die Schwiegermutter-Traum von alle. Was er immer gemacht hat, was ich so nicht verstanden habe, weil er also viel öfter als andere geduscht hat. Es gab allerdings früher tatsächlich so ein Spleen von mir, dass ich mich kalt abduschen musste vorm Spiel. Wenn er zum Duschen ging, dann vorm Spiel im Zimmer noch, da wurden diese Live-Gesänge von der St. Pauli-Tribüne angemacht und dann lauthals mitgesungen. Ein bisschen habe ich mich gewandelt, weil was ist, wenn das Ritual mal nicht passiert? Was ist, wenn ich mir den linken Schuh dann doch vor dem rechten Schuh angezogen habe? Und da mache ich mir wahrscheinlich eher die Gedanken und habe den Fokus dann eigentlich auf Dinge, die ich gar nicht mehr ändern kann. Ich persönlich auch die besten Spiele gemacht, wenn wir eigentlich so in unserem Tunnel sind. Alles drumherum blendet man aus, man ist so fokussiert, dass das Ding für uns nach Hause zu fahren. Wir freuen uns auch auf eine neue Aufgabe, auf ein neues Umfeld. Das ist für mich sprachlich natürlich auch was Neues, eine neue Herausforderung. Er hat immer gelacht, wenn ich habe in Deutsch versucht zu sprechen. Jetzt, ich möchte sagen, dass sein erstes Interview sehen in Französisch.
das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr lustig. Es ist ein neuer Schritt und ein neues Land und es ist natürlich immer schwierig, auch mit der Sprache, dass es ein bisschen am Anfang Schwierigkeiten gibt, aber ich denke mal, Nantes ist eine gute Mannschaft und ich denke mal, das ist ein richtiger Schritt und ich glaube, nach so vielen Jahren THW, dass man dann was Neues probiert und eine neue Herausforderung sucht, das ist schon richtig. Neue Torhüter, neues Training, neuer Trainer, neues Umfeld, neue Halle, das werden alle spannende Dinge, auf die ich mich freue. Weil dieses Fragezeichen ist noch nicht beantwortet und die Antworten kann ich mir selber suchen. Es ist wie so eine kleine Abenteuerreise, die ich dann auf jeden Fall auch leben möchte und als Familie vor allem dann auch genießen möchte. Ich war 10 Jahre im geilsten Verein, im besten Verein der Welt. 10.000 Fans, enthusiastisch, fanatisch nach dem, was wir auf dem Herzen tragen. Und ich werde es vermissen, für ihn zu leben, für ihn das, was ich von dem ersten Tag an einfach gelebt habe, für die schwarz-weißen Farben, einfach auch außerhalb des Spielfeldes, das zu präsentieren. Stolz darauf zu sein, dieses Trikot tragen zu dürfen. Das ist immer mein Gefühl gewesen, zu sagen, ey, ich durfte dieses Trikot tragen.